Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Und Leute, Freunde, was geht? Hey, willkommen zum Staffelfinale von Krass Klassenfahrt Staffel 2, Leute. Dann haben wir noch Staffel 3, Staffel 4 kommt auch bald raus und Staffel 5 ist auch schon in Planung, Leute. Deswegen, wir haben noch sehr, sehr viel hier, was wir uns ansehen werden. Ich habe neu für euch extra eine Krass Klassenfahrt Playlist angelegt, also schaut es euch gerne an, oben im i oder so einfach auf dem Channel oder auf YouTube eingeben, Flo der Flo Krass Klassenfahrt Playlist. Jetzt aber erst einmal, Freunde, das Staffelfinale der zweiten Staffel, Folge 18. Ich bin gespannt. Lehrerin untersucht den Teambereich von Schüler. Leute, Frau Ostermann. Und vielleicht Georg die Ehrengurke. Wer weiß, Leute. Wir haben in der letzten Folge schon, da habe ich einen kleinen Spoiler-Mäuler gesehen, was in der nächsten Folge geschehen wird, auf Upper Red Style. Und da habe ich gesehen, dass Georg wohl anscheinend mit Frau Ostermann ein bisschen Spaß hatte. Leute, ich weiß es nicht. Wir schauen rein auf jeden Fall jetzt. Folge 18, Krass Klassenfahrt. Let's go. Leute, Rhino Shield, wenn ich schon wieder sehe. Ich kriege Glücksgefühle in meinem Herzen drin. Das war echt traurig, Real Talk, das war echt traurig. Ah. Oh! Wir haben ein Ergebnis. Ey, eins im Chat, wenn es bei euch auch angefangen hat zu jucken. Real Talk, eins im Chat. Aufhören, stopp! Halt! Oh. Ehre! Ey, Ehrenintro, Leute. Ehre. Zeus auch da. Nice, Mann. Ich habe jetzt ein Date mit Jolene. Was? Was ist hier passiert, Leute? Wer ist das? Was ist hier los? Leute? Leute, wer ist das? Was ist los? Was ist passiert? Hallo? Was ist hier los? Warte, hat Zeus gesagt, ich habe jetzt ein Date mit Jolene? Ist mir jetzt erst aufgefallen. Was? Das ist Kenneth. Das muss Kenneth sein, auch wegen diesem Halt, Stopp. Das ist Kenneth. Das ist Kenneth. Hä? Was ist hier los, Leute? Hä? Jolene ist nicht mit dir zusammen. Sie will dich nicht. Jolene ist nicht mit dir zusammen. Sie will dich nicht. Jolene ist nicht mit dir zusammen. Was ist hier los, Leute? Was hat Kenneth gesoffen? Das habe ich gesehen. Was sehen wir hier, Leute? Wach auf, Kenneth! Ach, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Oh, das ist ein Traum. Ich dachte, Drogen sind wieder im Spiel. Das sind doch Drogen im Spiel. Wer raucht hier Gras? So dachte ich. Wach auf! Oh, ich hatte so einen Albtraum. Leute, aufstehen! Aber schön, dass Frau Ostermann wieder da ist. Übrigens, sie hat mir auf Instagram entfolgt. Ich weiß nicht, was da war, was da los war. Frau Ostermann, ich möchte gerne ein Statement. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen in Berlin. Du hast mir entfolgt. Was ist da passiert? Ich war sehr schockiert, als ich das gesehen habe. Ich habe geweint. Ich habe wirklich geweint. Ich wurde einfach auf den Boden geworfen von dir. Vielleicht war es auch ein Unfall. Dann nehme ich alles zurück. Wir hatten eine echt schöne Zeit in Berlin. Hey, wir haben ein bisschen gedanced, ein bisschen näher gemacht. Ich habe geweint. Aufwachen. Die Klassenfahrt ist vorbei. Wie viele Leute passen an dieses Bett, Leute? Da passen noch 3 Stück rein, glaube ich. Wie vorbei? Endlich. Frau Ostermann. Georg. Wo waren Sie denn? Fortbildung. Ach so. Fortbildung? Ja. Könnt ihr bitte eure Sachen packen? Wir wollen los! Alter, dieses Bild ist einfach so schön. Letzte Folge, Leute! Staffelfinale. Ein bisschen zu laut, Leute. Ich weiß es nicht. Na? Wie geht's? Cool. Und was machst du? Ich mache gerade ein Plakat für die Fridays for Future Demo. Cool. Ja. Nein, worum geht's? Das ist nicht bei euch angekommen. Leider noch nicht. Das ist ein Schülerstreik.
wo jede Woche Schüler demonstrieren gehen, damit die Politiker endlich mal aufhören, ihre Klimaziele die ganze Zeit zu verschieben und etwas tun. Und ich will meine Klasse motivieren, dass sie auch mal hingehen. Die ganzen Minderbemittelten müssen auch mal ein bisschen politische Partizipation zeigen. Partizipation. Katastrophal. Deswegen mache ich das gerade. Und dafür kriegt er dann frei? Nein, nein, wir streiken. Wir schwänzen mit Absicht. Mit Absicht? Ach, cool. Also geht ihr als ganze Klasse dahin? Naja, hoffentlich. Wow. Ach, schön. Also wir sind früher auch immer... Wer war das da oben? Das war safe Kenneth. Kenneth war wieder da, Alter. ...als Klasse überall hingegangen, haben für Sachen demonstriert und waren halt füreinander da. War schon echt cool. Irgendwie vermisse ich das. Ist nicht so cool, nur zu arbeiten. Es ist auch cool, mit Spaß Leuten zu haben. Zusammen zur Schule zu gehen. Ja. Das vermisse ich sehr. Ja, wenn du das so sagst, manchmal mag ich mein Leute, Kaffee auch. Die Schulzeit ist die beste Zeit im Leben. Die Schulzeit ist die beste Zeit im Leben. Auch wenn es stressig ist, wenn man denkt, ah! Aber manchmal denkt man auch, ja! Deswegen, man muss die Ja-Momente genießen. Und der Zusammenhalt wird auch immer besser. Ja, Mann. Natürlich gibt es Streit. Aber Zusammenhalt ist erst A und O. Tut mir leid, dass du die Schule abbrechen musstest. Ja. Schon also gut. Ich weiß auch nicht, woher dieser Empathieschwall gerade bei mir kommt, aber dieser Jürgen tut mir schon irgendwie leid. Ja. Ich meine, er arbeitet Tag und Nacht hier im Schloss und er würde nichts lieber tun, als mit seinen Freunden zur Schule zu gehen. Ich habe überlegt, vielleicht könnte man ihn ja irgendwie bei uns reinkriegen. Was? Okay. Ey, Bro, ich will nicht wissen, was da los ist, Alter. Digga, wie groß ist dieser Topf? Ich meine, Facecam ist ein bisschen davor. Wie groß ist dieser Topf? Da kann ich ja drin baden, Digga. Kann ich ja drin baden? LOL. Kann ich drin baden in dem Topf? Nein, besser. Was ist besser? Ostermann. Ja, was brauchen Sie? Stanley, Selina meinte, dem geht's nicht so gut. Oh shit, Leute, oh nein, jetzt Lehrerin untersucht den Teambereich. Da mache ich die Kapuze auf, Alter. Nee, das ist eigentlich schon wieder vorbei. Das ist in meinem Alter manchmal ein bisschen. Ja. Ich kann das gar nicht, das ist mir ein bisschen unangenehm. Das ist mir auch unangenehm. Du weißt schon, dass ich deine Lehrerin bin und dass du mir vertrauen kannst, richtig? Ja, aber sie können mir da, glaube ich, nicht helfen. Das ist. Also, ich glaube schon, dass ich dir helfen kann, also erzähl's mir doch erstmal. Es juckt bei mir und so. Wissen Sie, wie ich meine? Es ist so richtig, das ist richtig warm und es juckt richtig. Unten bei mir, verstehen Sie? Ja, also es könnte ein Genitalherpes sein oder vielleicht auch ein Intimpilz. Ich würde es mir ganz gerne mal anschauen, ja, weil ich habe ja auch die Verantwortung genau für dich und für euch. Ja, vielleicht schauen Sie es an und dann wissen Sie es. Jetzt kommt auch noch die Brille, Leute. Jetzt kommt auch noch die Brille dazu. Für sowas war ich nicht vorbereitet, definitiv nicht. Vielleicht ja. Ja? Ja, genau. Aber es bleibt unter uns, okay? Du kannst mir vertrauen. Ja. Das ist nicht rechtens. Leute, wo seid ihr? Wo, da. Das ist nicht rechtens, Leute. Und das ist auch nicht linkens. Ui. Okay. Wie schlimm kann das denn sein, bitte? Was da? Weißt du, Zeus, ich bin so froh, dass wir zusammengekommen sind. Ich meine, wer hätte das gedacht, oder? Das ist echt so schön, keiner. Zu sein, ich. Ja, und ich weiß gar nicht, was... Ich muss übrigens mal Props geben. Zeus, beziehungsweise Jonas, ja, in diesem Fall, stehen Rollkragenpullover so unendlich. Letztens, Freunde, check sein Instagram-Account aus, er war auf der Glow, das Outfit von der Glow von ihm, das war muy bien. Das war echt krass gut. Muss ich auch mal Props geben hier, von Bruder zu Bruder, war echt Props. Und auch der Haarschnitt ist, ey, Zeus, beziehungsweise Jonas, sieht sehr gut aus. No homo, Bro. Was ich mit Georg wollte, das war irgendwie voll dumm. Ich finde, du bist meine große Liebe geworden. Für immer und ewig. Ich freue mich schon voll, deine Eltern kennenzulernen und keine Ahnung, ich werde mir einfach super viel Mühe geben. Ich glaube, die werden dich richtig mögen. Glaubst du wirklich? Ja, wirklich. Natürlich. Was ist das denn? Ein Brief? Für die 12B? Was ist hier los? Leute, was ist das? Was ist das? Die 12B? Wie sind die 12B? Was ist das?
Ja. Los. Mann, mach doch einfach so. Warum bist du? Was ist das? Was ist denn das? Ja, ein USB-Stick, keine Ahnung. Leute? Und dann hat Georg seinen Computer umgehackt und hat herausgefunden, dass meine blutlichen Eltern Andreas und Domme sind. Die beiden sind mega nett, die kamen schon im Fernsehen. Also, die sind berühmt. Ja, ja, hab und ich auch schon gesehen. Ich werde jetzt auch berühmt. Ja. Cool. Wird jetzt zumindest passen. Mhm. Geil. Okay, jetzt kommen wir zu global. Die ist stumpfe. Geil. Das habe ich gebraucht. Ein Thema. Stimmt. Also. Ich habe Jürgen schon überzeugt, mitzukommen. Und jetzt seid ihr an der Reihe. An der Reihe. Für Future Demo. Ich finde, wir sollten alle gemeinsam als Gruppe dafür streiken, Together dass wir uns endlich für die Umwelt einsetzen. Was Gutes. Umweltschutz. Ich bin dabei. Das ist super. Geil. Für die Umwelt. Ich habe darüber auch letztens was gesehen im Fernsehen. Und zwar geht es ja auch darum, Ressourcen zu sparen. Und Handys sind Ressourcen. Das und stimmt. Ich habe ja die Rhino-Shield-Schutzhülle. Und wenn die das Handy ganz hält und es nicht kaputt geht, kann man Ressourcen sparen. Wenn zum Beispiel sowas hier passiert. Digga, das war schon echt hart. Dies ist die Rhino-Shield-Schutzhülle. Und wie man sehen kann, ist das Handy ganz geblieben und hat keinen Schaden. Und dann spart man sich Ressourcen und hilft der Umwelt. Das ist richtig gut. Das war echt gut, ja. Den Klimaschutz verstehe sogar ich. Das ist nämlich wieder Treibhauseffekt. Punkt, genau. Genau, mehr musst du nicht den sagen. Den verstehe ich allerdings nicht. Mehr musst du nicht sagen. Ja, die wichtigste Aufgabe für den Menschen sollte es auf jeden Fall sein, sich für die Umwelt einzusetzen. Natürlich. Wir haben jetzt so lange was von der Erde genommen und jetzt wird es auch langsam Zeit, mal was zurückzugeben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns jetzt alle zusammentun und was Gutes für die Umwelt tun. Georg, for President. So, was ist jetzt bei Stanley und Oster los, Leute? Was haben Sie jetzt genau gefunden eigentlich? Also nach was sah das aus? Können Sie das zuordnen? Also Stanley, ich habe einiges Springen und Krabbeln. Krabbeln? Ja. Da leben Tiere. Haben Sie das gesehen? Ja. Stanley, ja, du hast Charmläuse. Was mache ich jetzt damit? Also es ist ganz wichtig, dass du schnellstmöglich einen Immunologen aufsuchst. Ich kann dir dabei helfen, einen Termin auszusuchen. Schamläuse, Digga. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das googeln soll, damit ich weiß, wie das aussieht, aber ich will's gar nicht, Digga. Schamläuse. Bro, Stanley, rest in peace, Bruder. Rest in peace, Digga. Schamläuse, Bro. Allein der, ich krieg Gänsehaut allein bei dem Namen, Digga. Können Sie das mal? Sie dürfen das keinem erzählen. Stanley, ich werde es keinem sagen. Ich habe gesagt, dass du mir vertrauen kannst. Läuse. Aber jetzt ist es umso wichtiger, dass wir ganz schnell einen Termin für dich machen. Ja, unbedingt. Ey, ist auch so schlimm. Ich habe mal gehört, Leute, ich werde euch jetzt richtig wegekeln, aber in den Augenbrauen leben Tiere. Bei jedem Menschen. Und auch in den Haaren und so. Also es sind so kleine Tiere. Man hat ja natürlich so Bakterien, sowieso Millionen Lebewesen leben auf einem. Aber das sind so kleine, wie heißen die? Milben, die in den Augenbrauen sind, Digga. Und in den Wimpern. Und auch in meinem Bart und auch in eurem Kopfkissen. In eurem Kopfkissen sind 1000 Milben drin. Tausende, Millionen Milben sind in den Kopfkissen von jedem Menschen drin. Die ernähren sich von Hautzellen. Ist das nicht cool, Alter? Jetzt könnt ihr schön schlafen heute Nacht. Und übrigens noch ein Fun Fact: Staub besteht irgendwie zu 80% aus Hautzellen abgestorbenen. Staub. Deswegen entsteht Staub. Hier. Staub. Könnt ihr sehen? Fokussier. Okay, kann man aber nicht fokussieren. Aber Staub sind 80% abgestorbene Hautzellen. Gute Nacht, Leute, gute Nacht. Ich mach das jetzt. Ich vertraue Ihnen da. Alles okay. Es wird besser. Der Planet, der Planet ist eklig. Keine Ahnung, hier steht da 12B drauf. Also, in so einem kleinen Ding? Naja, da sind die Daten drauf. Das ist ganz normaler USB-Stick. Nacktbilder? Nee, ich weiß es nicht. Was? Wir müssen den anderen mal. Was? Wo? Wie kommt jetzt auf Nacktbilder, Leute, hä? Bescheid sagen, nicht, dass das eine Bombe ist. Ja, ja, was ist los? Warte mal. Okay, so weird. Du musst dir vorstellen, dass die ganzen Eisbären sterben. Die Gletscher tauchen aus. Sie haben keine Nahrung mehr. Was ist hier los? Wir gehen gemeinsam als Klasse zu den Fridays for Future Games. Als Klasse? Ja.
Ja, nein. Ein ganz klar ist diese Demo nur dazu da, dass ihr die Schule schwänzt. Schwachsinn! Wenn nicht wir für die nächste Generation einstehen, wer dann? Ja. Wer dann? Stanley hat Charmläuse. Ja, okay. Ich hab's bemerkt, ihr seid wirklich hinter dem Thema. Und auch okay, davor. Wir gehen zusammen zu so einer Demo. Ja! Ja, die Belger haben ja nicht Unrecht. Die Belger? Frau Ostermann, erst entfolgt sie mir auf Instagram und dann so ein Statement. Für die Umwelt einzusetzen, ist eine tolle Sache. Es reicht mir. Warum sollte ich sie nicht unterstützen? Glaub's nicht. Jetzt steht's bis hier. Guck mal. Das ist zwar draußen ein Umschlag mit der Aufschrift für die 12B. Keine Ahnung. Vielleicht eine Bombe oder so. Ja, das ist nur das Basic, schick mal rein. Was ist das? Das ist ein kleines Video. Ich spiel's mal ab. Ja. Okay. Hanna, es ist Hanna, Leute. Der tut Hanna was an. Hm? Was willst du? Das ist Hanna, Leute. Keiner hat gemerkt, dass sie seit 3 Staffeln weg ist. Ihr müsst mir helfen. Jost! Jost! Komm mit meinen Waffen! Ich komm mit meinen Waffen! Und baller Jost eine um! Ich glaub's nicht! Keiner hat's gemerkt, dass sie seit 3 Staffeln weg ist. Wo ist Hanna? Geht's Hanna gut? Hat nie jemand gesagt. Alle immer so, ja. Hanna ist seit 8 Staffeln weg, Alter. Und Jost hat sie im Keller seit 10 Staffeln. Ich glaub's nicht, Leute. Ich glaub's nicht. Seit 10 Staffeln ist sie weg, Alter. Staffel 16 kommt sie jetzt zurück. Oh mein Gott, Digga. Jost. Komm runter, Leute, kommt mal runter. Ihr seid wieder so wild, Alter. Kommt mal runter von euren Pferden. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh mein Gott. Ich wurde entführt und die wollen 1 Million Euro Lösegeld. Das bricht mir das Herz, das zu sehen. Bitte, ihr müsst mir helfen, aber ihr dürft auf keinen Fall die Polizei rufen. Was? Oh mein Gott! Was ist sie da? Ostermann, das ist einfach Guck mal, wie sie aussieht. Was macht sie denn? Ganz kurz, Wahrscheinlich steckt sie wirklich in Gefahr. Das ist ihre Schülerin. Ja, wahrscheinlich. Ja, wir hatten jetzt ein Entführungsvideo. Ja, wahrscheinlich geht's ihr nicht so gut. Ernsthaft, okay? Wir waren jetzt erstmal die Ruhe und ich werde mich um das Problem natürlich kümmern. Ruhe? Das ist ja selbstverständlich. Das ist meine beste Freundin. Ja. Das ist unsere. Was jetzt hier so rum? Das ist meine feste Freundin. Dalia, ruf mich an. Zu schreien, nein. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Anna ist meine beste Freundin und... Ja, es ist hart. Ich dachte wirklich, sie ist bei Jost und... Ich glaube echt, Jost hat sie gefangen genommen. Aber sie hat gesagt, sie wollen 1 Million Euro Lösegeld. Ich kann dir das alles nicht. Ich meine, ich war Hanna ja nie wirklich nah. Aber jetzt bist du ihr fern. Das ist so schlimm, was ihr passiert ist. Ich verstehe nicht, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Sie muss so eine Angst haben. Sie ist bestimmt schon tot, ja? Vielleicht ist sie schon tot, Leute. Vielleicht ist sie schon tot. Hey. Pause, Mann. Sorry. Bitte ruhig sein. Leute, ihr seid erst seit 3 Tagen hier. Und ich habe euch als einen absolut chaotischen Haufen kennenlernen dürfen. Jeder von euch wollte seinen Kopf durchsetzen. Und oft habt ihr dabei die anderen vergessen. Aber ihr versteht einfach nicht, was es bedeutet, zusammen zu sein. Was... Einer dümmer als der andere, nur Jürgen hat Grips hier. Dieses Wort Zusammenhalt überhaupt bedeutet.
Und Stanley hat Läuse, aber das ist ein anderes Thema. Es ist sowas wie Gemeinschaft. Es ist zusammen, es ist Rücken. Es ist Rücken, alles. Zusammenhalt, alleine Gemeinschaftlichkeit. Seid ihr schwach. Aber gemeinsam könnt ihr einfach alles bewegen. Ja. Nicht umsonst schauen euch Millionen von Leute auf YouTube zu. Ich bin dabei, Leute. Versteht ihr das? Auf euch. Und ihr seid die fucking 12B. Ich meine, wenn ihr Hannah wiederfinden wollt, dann werdet sie auch finden. Ihr könnt alles schaffen, 12B. Versteht ihr das? Ich glaub an euch. Also, da komm, wir gehen Hannah suchen. Ich bin dabei. Oh, ja, mit meiner Armee. Von 70.000 Leuten. Gemeinsam werden wir Hannah finden, Leute. Ich glaube an euch. Okay, Freunde. Das war Staffel 2 von fucking krass Klassenfahrt, Alter. Ich muss eigentlich ein bisschen leise sein, Freunde, weil ich gerade um 2.26 Uhr morgens aufnehme. Und ich gerade vielleicht einige Leute schon geweckt habe. Aber Leute, Joost hat sie entführt, im Keller getreten und sonst noch was gemacht. Wer weiß es denn, Leute? Ich weiß es nicht. Gut, Freunde, wir werden uns auf jeden Fall weiter beobachten. Die Staffel 3 Reactions werden kommen. Auch wenn ich ja schon einiges davon gesehen habe, weil ich auf der Premiere war. Sorry, Leute. Aber es ist jetzt, keine Ahnung, wie viele Monate her? Hallo, hat da jemand geklopft? Tut mir leid, wenn ich laut war. Es sind schon einige Monate her, dass ich da war. Und wir haben im Kino ja zusammen irgendwie die Staffel ein bisschen geguckt. Deswegen, sorry. Ich weiß aber nicht mehr allzu viel. Ich weiß vom Anfang nichts mehr. Keine Ahnung, wir haben auch viel geredet währenddessen. Also, ich werde trotzdem Staffel 3 Reactions machen. Ich werde natürlich sagen, wenn ich was schon weiß, was ich weiß. Trotzdem werden wir das machen, einfach damit wir auch Staffel 4 und 5 gucken können zusammen, ja, Freunde? Easy. Deswegen, wir machen hier weiter. Ich bin sehr gespannt. 2 Folgen in der Woche. Puh, dramatisches Ende, Leute. Dramatisches Ende. Und was ich mich frage, wer ist dieser Junge hier? Habt ihr den je in eurem Leben gesehen, diesen Jungen? Was ist das für ein Junge? Er kam noch nie vor. Wer ist das? Wird er in der Staffel 3 dabei sein? Wer weiß das schon, Freunde? Wird das in Staffel 3 mein Gesicht sein? Wer weiß das, Leute? Wir sehen uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh und ciao.